an, meine lieben Freunde, willkommen im Multiplayer. Wir haben immer noch unser White Mono Deck und wollen damit mal wieder antreten. Ich habe übrigens nichts mehr zu trinken hier, das möchte ich euch mal kurz sagen, denn ich finde das blöd. Stört mich. Oh, das ging flott. Das ging sehr flott. Gut, gut ging das. Da sind wir mal gespannt, wie es funktioniert. Es laggt ein bisschen. Okay, das ist eigentlich kein guter Start. Eigentlich alles andere als ein guter Start, aber gut. Lassen wir mal durchlaufen. Gegen Glendar. Ja, mit Rot eröffnen. Freut mich schon mal nicht. Auch das freut mich nicht. Okay, wir haben echt zu viel Mist auf der Hand. Also eigentlich nicht Mist, aber es dauert zu lange, bis wir da vernünftig an die Reihe kommen. Das ist schon mal gut für uns. Er ist ausgetappt, er muss gleich angreifen und wir haben nächste Runde unseren First Striker hier am Start. Das finden wir gut, finden wir das. In der Hoffnung, dass er da jetzt nichts draufknallen kann. Oder uns wegknallen kann. Könnte sogar Mono-Rot sein. Mono-Weiß gegen Mono-Rot. Also mein Deck hätte, glaube ich, wenig Chancen. Da ist es nicht drauf ausgelegt. Ja, da ist unser Problem schon. Da ist schon unser Problem. Wenn wir jetzt größer werden lassen. Na gut, hoffen wir, dass er nichts dagegen machen kann. Den können wir nicht durchlassen. Der Papier pumpt sich sonst immer weiter. Und das wollen wir nicht. Oh, alle Schadenseffekte sind an. Wird also was dauern alles. Okay. Och, komm schon. Ach, komm schon. Zumindest können wir nachher alles rauslegen, was wir kriegen. Aber da wir keine Karten ziehen drin haben, wird es immer nur Karte für Karte für Karte sein. Und das ist das, was mich gerade stört. Okay. So früh schon. Na, immerhin können wir beide rauslegen. Machen wir uns mal schön die Hand leer. Zurückhalten bringt gerade nichts. Wir müssen probieren, ihm jetzt ordentlich Damage reinzuhauen, bevor der Rode hier ins Roggen kommt, ne? Aber ich glaube, ich baue mal ein Mono-Deck erstmal für alle Farben demnächst. Ach, komm! Ja, so baue ich natürlich einen schönen Vorteil auf. Wir nehmen auch alle drei direkt. Und wir spielen die auch alle raus. Ganz fleißig und artig. Nein, es gibt keine mehr. So, er kann ja nicht ewig weitermachen mit seinem blöden Groll. Mann, der hat uns ordentlich jetzt was gekostet. Also richtig ordentlich was gekostet. Und da kommt der Double Striker. Okay, aber wir fliegen. Oh, da kommt noch einer. Ach du Schande. Und damit hat er jetzt schon mehr auf dem Board liegen als wir. Ah. Nö, wir tappen nichts dafür.
Denn jetzt geht's daran, wer macht mehr Schaden in welcher Zeit? So, wir öffnen auf jeden Fall schon mal für 3. Er kommt mit 4 zurück. Bin ich schon ein bisschen in der Überlegung, einen Blocker ihm entgegenzuschmeißen. Aber ich glaube nicht. Also aktuell macht er 4. Wir könnten ihm 6 machen. Oh shit, und das bei Double Strike. Ganz böse Nummer, aber kein Trample. Wir schmeißen ihm also einen Blocker entgegen. Ja, einer kommt durch. Einer muss durch, da können wir nichts dran ändern. Aber der andere hier kriegt einen Blocker. Ich hoffe, wir ziehen gut nach. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was habe ich überhaupt im Deck, was da jetzt noch was ausrichten könnte? Ach, sowas zum Beispiel. Das ist gar keine so schlechte Idee gerade. Ach komm, was soll's? Alles weg von der Hand. Wir heben uns nichts auf. Attacke. Sieht gut aus. Er muss auch von oben ziehen, hat auch nichts mehr in der Hand. Es geht wirklich darum, wer zieht was. Wenn ich meinen weißen 1-1 Pusher zuerst ziehe, haben wir sehr gute Karten. Ach, die ganzen Schadenseffekte immer, das dauert. Aber er ist rot. Rot darf man nicht unterschätzen. Und mit Direct Damage kriegt er eh meinen Priester weg und seinen Double Striker wieder freigeschlagen. Oh, er hat ein Land direkt rausgelegt. Also wieder nichts auf der Hand. Ach komm, wir machen das Spielchen mit. Wir machen das Spielchen schön mit. Immer genug noch da lassen, dass wir blocken könnten, sollte er da irgendwas machen. Ah, das ist Monodeck in Reinkultur, finde ich. Also die Spiele gehen schnell und entscheiden sich auch relativ kurzfristig. Natürlich kann da noch genug kommen, aber aktuell sieht es halt so. Ja, gut aus. Wir haben halt seine Ich räume alles weg Phase super überstanden. Allein durch den Vogel, würde ich sagen. Oh, ja, gut. Kann er machen. Da er nichts auf der Hand hat, können wir auch einen wegblocken. Also er kann nichts pushen. Und den Rest können wir erst noch getrost durchlassen, weil er kann ja eh nicht pumpen. Ja, guck dir mal alles in Ruhe an. Also ich hoffe sehr auf meinen 1-1 Pusher. Das wäre grandios. Und wir ziehen nicht das, was ich haben wollte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wir haben gewonnen. GG, well played. Und er bleibt drin bis zum Ende. So soll es sein. Er verlässt nicht das Spiel. Tapfer durchgehalten. GG, well played, mein Freund. Ah ja, guck dir noch alles in Ruhe an. Das dauert noch ein bisschen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? War ja auch schnell, wir hängen noch eine Runde dran. Ah, und da haben wir gewonnen. Diddle-diddle-lip. Schlobbel-lobbel-bumm. Ah, komm, wir hängen direkt noch einen hinterher. Muss so sein.
Ich habe tatsächlich noch genug zum Aufnehmen vor mir. Na, hau dabei hin. Aber mit 10 Minuten kann man eh nicht enden. Na, da muss noch eins gehen. Duckboy One. Duckboy One. Das ist ein schöner Name. Nicht? Okay, was haben wir denn hier? Okay, damit können wir tatsächlich nicht starten. Ist auch nicht wirklich schön, aber die behalten wir natürlich. Schön ist wirklich anders. Wenn man in Runde 3, wenn wir jetzt gleich noch ein Land nachziehen, können wir natürlich hier mit den beiden alleine schon ordentlich was machen. Hier haben wir noch ein bisschen Defense am Start. Also es kann was werden. So natürlich nicht. Gehen wir erstmal in Führung mit 2 Schaden. Okay, er spielt blau-rot. Das sind halt diese Kombos oder Farbkombos, wo ich wirklich Angst vor habe mit dem Deck hier. Er kann zu viel zu schnell weghauen. Arr. Ja, wir müssen zum Blocken jetzt zurückhalten. In der Hoffnung, dass er ihn nicht pusht, wie eben der Junge. Aber warum sollte er ihn sonst direkt rausgespielt haben? Macht ja keinen Sinn, wenn er nicht pushen kann. Also er wird angreifen, wir werden blocken, er wird pushen. Aber wir können ihn nicht durchlassen. Das Spiel kennt ihr. Oh, okay. Er wollte einfach nur das Board clearen machen. Oh, yes. Da kommt seine Gobo-Enchantment. Ah, wir haben so viele Karten auf der Hand. Das ärgert mich ja jetzt kolossal. Naja, können wir uns einen raussuchen. Ja. Achso, okay, reicht. Ohne bestätigen fand ich das jetzt seltsam. Aber so können wir uns mindestens jede Runde so einen Falken raussuchen. Sollten wir nicht langsam mal ein Land ziehen? Ich hätte ja gerne eins. Ach komm. Das ist schon ein bisschen albern. Und diesmal können wir uns keinen raussuchen, weil wir schon 8 Karten auf der Hand haben. Aber albern ist es auf jeden Fall. Also, Länder sind ja wirklich genug drin. Na, komm schon. Okay, er macht nichts. Irritiert. Aber vielleicht hat er genug Destruction auf der Hand und wartet darauf, dass ich was Dickes rauslege, was sich lohnt, kaputt zu machen. Aber darauf falle ich nicht rein. Erstmal bestimmen wir eine Farbe. White. Ah, den Pusher direkt rauszulegen, ich meine, das ist immer gut. Für jede Karte, die wir noch spielen werden, kommt das gut. Aber warum macht er nichts? Also er hat 5 Karten auf der Hand. Bei der Farbkombination kann man auf jeden Fall immer was machen. Ja, ich weiß, dass ich jetzt gleich den Priester rausspiele. Ah, schön. Können wir zwar nichts mitmachen. Ihre aktivierten Fähigkeiten. Das ist kein Activated Ability, ne? Komm. Supfen wir uns den mal direkt rein und hoffen, dass er ihn nicht wegsprengen kann. Läuft ganz gut. Vielleicht hat er auch einfach nur zu viel Mana gezogen. Das kann sein, dass er dann gleich richtig aufdrehen kann. Aber aktuell haben wir auch noch eine ganze Kralle voll wunderschöner Karten. Und da geht er raus. Ja, wahrscheinlich die Hand einfach voll Mana. Ja, sieht sehr danach aus. Sieht einfach extrem danach aus. Naja, gut.
Riskieren wir es auch mit ihm anzugreifen? Naja, was ist riskieren? Das ist ja kein Riskieren mehr. Oh, schade. Kein schönes letztes Game. Aber sowas gibt's halt auch, ne? Und so wie ich meine Niederlagen zeige, zeige ich natürlich auch sowas. Das wird hier nicht geschnitten. Alter Schwede, wie viel hat denn der bitte an Mana drin in seinem Deck? So, Attacke, das war's. Feierabend. Okay, die letzte Runde war mega unspannend. Diddle-diddle-litt. Und trotzdem werde ich mich damit verabschieden. Und wir sehen uns morgen bei einer weiteren Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Freunde. Tschüss.